Hallo und schön, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen Video und zum Lesemonat Dezember. Ja, wenn ihr mich noch nicht kennt, ich bin die Dorothea. Ich lese viel und gerne und rede darüber sehr viel und sehr gerne. Ja, der letzte Lesemonat von 2022. Mein Gott. Und die Handwerker sind zurück. Ich dachte, ich könnte jetzt mal ein Video machen. Auf jeden Fall, gestartet bin ich in den Dezember mit 47 Büchern und 626 E-Books. Und in den Januar bin ich gegangen mit 42 Büchern und 631 E-Books. Ein bisschen ein paar viele dazu gekommen, obwohl ich fast einen kompletten Dezember Kaufverbot hatte. Muss auch dazu sagen, es sind Bücher tatsächlich nur Vorbestellte eingezogen. Deswegen finde ich das interessant, wie wenig ich gelesen habe. Das waren nämlich nur 20 Bücher. Ja, das muss man erstmal merken lassen, ne? 20 Bücher. Ich weiß, für viele ist das viel und die lesen das in einem kompletten Jahr nur so viele. Aber dass ich normalerweise zwischen 30 und 35 lese und die letzten paar Monate, man merkt, es war doch ein bisschen weniger. Also fangen wir einfach an mit dem ersten Buch, das ich dann auch abgebrochen habe, dass ich tatsächlich gleich am ersten angefangen habe, weil ich gedacht habe, ich will es endlich lesen. Der Hexe, der letzte Wunsch von Andrzej Sapkowski. Ich glaube, ich habe den vollkommen falsch ausgesprochen. Ich liebe die Netflix-Serie. Ich habe die sehr oft gesuchtet und ich wollte wissen, ob das Buch mir auch gefällt. Und ich habe festgestellt, ich sollte wirklich erst die Bücher lesen, dann die Serie, weil das war sehr langweilig für mich. Also ich muss sagen, es stimmt nicht ganz. Sehr langweilig war es nicht. Also da gibt es 1,5 Seiten, wo ich gedacht habe, das waren die ersten 1,5 Seiten, wow, oh. Und dann fing ich weiter an zu lesen und sehr bald war das so, könnt ihr euch mal beeilen, zu den interessanten Stellen zu kommen? Also habe ich es abgebrochen. Ja, ich habe es abgebrochen. Ja, wir legen es einfach woanders hin und erwähnen es nie wieder. Dann das einzige Hörbuch im Dezember, was ich gehört habe, war das zweite Band Night School, der den Zweifel sät von C.J. Doherty. Oh, ich habe schon wieder Probleme mit den Namen. Halleluja. Ich habe es nicht beendet. Ich habe eigentlich versucht, bis Ende des Jahres, beziehungsweise des Monats natürlich, alle Bücher und Hörbücher zu beenden, dass ich mit null ins Jahr starte. Hat nicht ganz geklappt. Das ist nämlich das einzige Buch, was ich tatsächlich nicht beendet habe. Ich bin immer noch dabei. Mir sind, glaube ich, fehlen mir immer noch 6 Stunden. Ja, irgendwie muss ich dieses Jahr mal ein bisschen wieder auf die Hörbücher achten, weil die letzten Monate ging das nicht so gut. Als nächstes habe ich dann gelesen Animat Krumms Staubchronik von Lynn Rina. Wo ich mir gedacht habe, warum lacht es so lange auf meinem Sub? Warum? Es war die ganze Zeit still. Weißt du, heute Morgen um 8 Uhr wurde ich geweckt mit dem Scheiß. Dachte mir, okay, dann putzt du, machst du Zeug, räumst ein, gießt Kerzen. Machst halt einen ganz anderen Zeug, bevor du deinen Lesemonat abdrehst. Und jetzt fangen sie wieder an. Kurz vor der Mittagspause.
Okay, probieren wir es nochmal. Also, muss mich jetzt mal kurz aufregen. Wir lernen Annie kennen, die eine Buchliebhaberin ist und in unserer heutigen Zeit kein Problem. Bloß sie lebt in England 1890. Und wir können uns vorstellen, es kommt nicht so gut an. Sagen wir mal so, ihre Mutter will eigentlich, dass sie heiratet, Kinder kriegt und in der Gesellschaft aufsteigt. Sie will eigentlich nur Zeit mit ihren Büchern verbringen. Und das Witzige ist, ihr Onkel kommt zu Besuch und redet halt von, ja, seinem Bibliothekar, der jetzt gefühlt 20 Assistenten immer wieder verscheucht und rausschmeißt. Und im Scherz meint er halt, sie könne die Stelle antreten. Ja, das tut sie. Wir begleiten sie und das ist richtig, richtig witzig. Also ich habe es sehr schnell gelesen und fand es großartig. Ja, das war ein schönes Wohlfühlbuch. Und die Wortgefechte zwischen den beiden, Mann, schon nochmal. Ja, schön. Danach dachte ich mir, naja gut, ein paar Reihen muss ich noch beenden dieses Jahr. Also habe ich weitergemacht ab Psalm of Storms and Silence, die Magie von Solstasia von Rosa Anne Brown. Ja. Ich habe mir da mit dem Buchschnitt geholt, habe mir das Band 1 ja auch nachgekauft mit dem Buchschnitt, hatte ja Glück und kann jetzt beide mit dem schönen ins Bücherregal. Ich fand die Geschichte auch wieder grandios. In Band 1 lernen wir Malik kennen, der auf der Flucht mit seinen Geschwistern ist und versucht halt ja, irgendwie zu überleben. Dann wird seine Schwester entführt und er bekommt den Auftrag, die Königin zu töten und dann bekommt er seine Schwester zurück. Carina lernen wir kennen, die Prinzessin ist und ab und zu mal den Palast verlässt und sich um das gemeine Volk mischt und die beiden treffen aufeinander und was man dann so noch alles erfährt man in Band 1 mit einem grandiosen Ende und hier geht es dann weiter, wo es auch wirklich sehr spannend ist. Sehr viel erfährt man über die beiden, über das Land, also jetzt nicht nur über die Stadt, was mir in Teil 1 drin war, sondern hier geht es wirklich um die Land, die Völker, die es hier überall gibt. Und was ich in diesem Band wirklich fies fand, man wusste immer nicht, wer ist gut und wer ist böse. Man dachte sich das und dann passierte wieder was und man war sich dann nicht mehr so sicher. Und bis zum Schluss war das recht spannend und fesselnd. Und ich habe mir immer gedacht, so, wer bist du? Böse. Gut? Böse? Weder das eine noch das andere? Ja. Es tut mir leid wegen dem Krach. Aber bei mir wird da drüben renoviert, unter mir renoviert, anscheinend jetzt auch da drüben renoviert. Die haben alle nichts Besseres zu tun, als im Januar mit Renovierungen überall anzufangen. Ja. Und dann zu einem Buch, was ich auf der Buch Berlin gelesen habe, wo ich unbedingt die nächsten Bänder brauche. Und jetzt im Januar, ich ja kein Kaufverbot mehr habe, wahrscheinlich hole ich mir sie wahrscheinlich alle. Dieses wunderschöne Exemplar. Cruento. Der Anführer von Melissa David. Das ist ihre Vampirreihe. Und wir lernen hier Sam kennen, die Polizistin ist und zu einem Mord gerufen wird. Und sagen wir es einfach so, dort trifft sie auf ihren Ex. Und dann fängt es schon an, sehr interessant zu werden, weil der Mord der jungen Frau nicht gerade sehr normal ist. Und irgendwie hat das auch was mit ihrem Ex zu tun. Und während sie auf der Suche nach dem Mörder ist, läuft sie Darius über den Weg und der zieht sie magisch an. Was noch so alles passiert, müsst ihr lesen. Och ja, ich habe mich verschlungen und ich will nicht unbedingt weiterlesen, weil die Charaktere, also einmal Sam und Darius, sind geil
Und die anderen, die ich hier drin lesen, kennengelernt habe auch. Und ich hoffe so viel wie möglich, dass es die in anderen Bändern vorkommen, weil ich will mehr. Okay, ich meine, es sind ja auch Vampirgeschichten. Ich liebe nun mal Vampirgeschichten. Und was ich cool fand, sie hat mir nämlich, oh, ich weiß jetzt nicht mehr, welche die richtige Reihenfolge. Den brauche ich. Habe nämlich überall die Postkarten dazu bekommen. Das sind nämlich die ganzen anderen Bänder, die ich jetzt noch lesen muss. Okay, ich mu mu müssen tue ich nichts, ne? Aber ich will. Deswegen, die ziehen alle noch bei mir ein. Und zwar als Buchform. Ganz auf jeden Fall. Dann war der Dezember schon so fortgeschritten, dass ich alle Unboxing der Adventskalender fertig hatte und dachte mir, naja, es wäre ja ein bisschen blöd, wenn ich die nicht alle gleich im Dezember lesen würde. Also habe ich mit New Year's Kiss angefangen von Lee Matthews mit diesem Buchschnitt. Fragt mich nicht mehr, in welcher Box, also in welchen Adventskalender welches Buch war. Ist jetzt ist schon über einen Monat her. I don't know. Nee, hier hinten steht es auch nicht drauf. Also, ich weiß es. Ich gebe es auch mal echt zu, ich weiß es nicht. Sollte ich mir vielleicht für nächstes Jahr vormerken, dass ich die Baba oder sowas drauf mache, damit ich das noch weiß. Also, um was geht's hier? Emily lernt Tess kennen, die gerade erfahren hat, dass sich ihre Eltern trennen und sie zu ihrer Großmutter, ja, Großmutter, abgeschoben wird ins Hotel und sie dort Silvester feiern sollen. Das zusammen mit ihrer Schwester. Die beiden können sich nicht wirklich so leiden, aber wer kann das schon bei seiner Schwester? Und das kurz nach Weihnachten und sie erstellt eine Bucketlist, bis was sie bis Neujahr so Sachen erledigt haben will. Und Hilfe bekommt sie dann von Christopher, den sie kurz nach ihrer Ankunft kennenlernt. Und wir begleiten sie. Es ist ein dünnes Buch. Tess ist auch 16, also das ist mehr so für junge Erwachsene. Aber ich habe nach dem Beenden dieser Geschichte voll Bock gehabt, auf meiner Bucketlist Sachen zu erledigen. Habe ich natürlich nicht gemacht, aber ich hatte Bock drauf. Da habe ich richtig Lust bekommen. Es war eine schöne Geschichte. Und hat schon ein bisschen das Feeling zu Weihnachten und Silvester eingeläutet, muss ich sagen. Also da hat die Stimmung, war also wirklich weihnachtliche Stimmung nach dem Beenden dieses Buches. Und dann mein Highlight in diesem Monat. Ja, muss ich sagen, ist ein Highlight gewesen. Das kleine Bücherdorf Winterglitzern von Katharina Herzog. Und schaut euch, ein Buchschnitt hat auch noch Bücher. Ja. Und zwar geht es hier drin um Vicky, die gerade einen Brief vorgezeigt bekommen hat, wo ein Junge sozusagen den Weihnachtsmann darum bittet, von einem. Nee, das würde zu viel verraten. Auf jeden Fall gibt es ein Foto dabei und da hat der Junge Alice im Wunderland, eine sehr, sehr, sehr seltene Ausgabe. Und ihr Vater schickt sie zu dem Jungen, um eben diese Ausgabe zu bekommen, um sie verkaufen zu können. Und der Vater des Jungen ist Graham und ist Besitzer einer Buchhandlung. Und wegen sehr, sag mal, kleinen Zufall bekommt sie den Job in diesem Buchladen. Und ich muss sagen, dieses Buch hat drei gute Dinge in sich, die ich liebe. Schottland. Ich liebe Schottland. Eine Buchhandlung. Und es gibt sehr viele Bücher, die da drin erwähnt werden. Also Bücher. In Büchern. Also ich habe es gesuchtet. Sehr schnell durchgehabt. Wirklich sehr, sehr schnell. Und deswegen ist es ein Highlight. Muss ich sagen. Technisch. Und ich war eine süße Geschichte. Und da war auch wieder so ein Dorf dabei, wo man einfach lieben muss. Ich liebe es, wenn ein Dorf dabei ist, wo man immer so denkt, ist das Hollow. Ich liebe solche Dörfer einfach. Konnte natürlich noch ein bisschen mehr erzählen, aber ich habe es bei so einem Buch, denke ich mir immer, lest es einfach.
Ja, das lieben. Dann ein Buch, was mich ehrlich gesagt hat, sehr mitgenommen hat und überrascht hat, weil ich das bei diesem Buch nicht erwartet hatte. Und zwar Stern, Schnuppen, Funkeln von Sue Mulgrove. Mit auch, ja, es kommen halt jetzt sehr viele von den Adventskalendern, Büchern. Ich dachte, ich bekomme hier eine süße, schnuckerliche Weihnachtsgeschichte als Liebe getarnt, ne? Mit Liebesgeschichte und so. Nö. Es geht hier um Mobbing, um die Vergangenheit, ob man loslassen kann, wie man mit Sachen abschließt. Also es gibt hier sehr viel emotionales Crushing. Das habe ich nicht erwartet. Weder wegen dem Cover noch als ich den Klappentext hier hinten durchgelesen habe. Wir lernen Laurel kennen, die wieder zurück zu ihrer Schwester und ihrer Nichte gezogen ist, um sie zu unterstützen. Ihre Schwester, oh, frag mich nicht, wie der Fachbegriff heißt, aber sie leidet darunter, dass sie das Haus nicht mehr verlassen kann. Sie kann gerade bis zum Gartentor und weiter schafft sie es nicht, bevor sie eine Panikattacke bekommt. Um sie zu unterstützen, dass sie halt eine Therapie anfangen kann und bla bla bla, kommt sie zurück und sie hat gerade auch ihre Scheidung hinter sich. Und trifft dort aber auch wieder auf ihre erste Liebe, Grady. Und es gab etwas, wo er nicht weiß und nie erfahren hat, warum sie damals klammheimlich plötzlich verschwunden ist. Und man erfährt sehr schnell, weshalb. Die Einzelheiten kommen aber immer nur stückweise vor, mit Rückblenden, mit Verhalten. Und was sie damals erlebt hat, gibt es nochmal in einer abgeschwächten Version noch einmal. Und noch viele andere Sachen. Also das Buch hat mich sehr emotional mitgenommen. Ich glaube, es lag auch daran, dass ich selbst sehr ein großes Opfer von Mobbing war. Nicht in der Variante, aber in ein paar anderen Sachen. Und das hat mich schon mitgenommen. Gleichzeitig fand ich das süß und das Ende war auch so, wo ich mir gedacht habe, damit kann ich leben. Ein Happy End, ja, aber wegen der Liebesgeschichte, aber wegen dem anderen, ja, das war auch sehr gut. Und wie gesagt, mit dem Cover habe ich das nicht erwartet, dass es so aufwühlend, bedrückend und aufregend ist. Deswegen war es wahrscheinlich immer, ja, mal was Neues auch, weil das juckt. Dann Love Songs in London, All I Don't Want for Christmas von Tonia Krüger. Auch eins meiner Adventsbücher. Ja, ich habe viele davon schon gelesen. Phoebe und Liam können nicht gegenseitiger sein, steht hier drauf. Stimmt, weil Phoebe zitiert da und so Shakespeare und Liam ist Spieleentwickler, App-Entwickler. Und er braucht ein Date für Weihnachten, wo er seine Ex trifft, die nämlich aktuell mit seinem Bruder zusammen ist. Und Phoebe braucht Geld, um ihren Weihnachtsurlaub bzw. ihren Winterurlaub sich leisten zu können. Bei dem ersten so Dramentreffen musste ich schon viel lachen. Und ich muss sagen, das Buch hat mich überrascht. Ja, man kennt die Story von Fake Dating. Also ich meine, brauche ich ja nicht zu erklären. Aber die Entwicklung hier drin hat mir super gut gefallen. Und den kleinen Twist da drin auch. Und ich muss sagen, das wird definitiv bei mir bleiben. Also, das muss ich wirklich sagen. Das war so, okay, das könnte ich mir vorstellen, dieses Jahr zu Weihnachten definitiv wiederzulesen. Genauso wie das Buch ich definitiv diesen Weihnachten wiederlese. Ich gebe es offen gleich zu, das Buch wird nicht bei mir bleiben, weil das war jetzt nicht wirklich. Und das, ja, muss ich mir noch überlegen. Weil das Buch ist so. Einerseits hat es mich sehr aufgeregt, andererseits war es gut. Ne? Zurück zu dem. Wir waren ja erst bei dem. Ja. Genau. Also das war wirklich so. Okay.
Vielleicht lag es auch daran, dass ich aktuell so viele Fantasy lese und nicht mehr so viele Liebesgeschichten, dass es mich so ein bisschen noch gecatcht hat wieder. Ich weiß es nicht, aber es war schon witzig. Vor allem die Shakespeare-Zitate, was Phoebe immer wieder raushaut, waren schon cool. Ja. Mein Stapelchen, die war mir mit den Büchern wird immer größer und größer. Das letzte Weihnachtsbuch, was ich hatte. Ja, sie sind alle mit Buchschnitt. Maybe this year, dieser eine Tag im Winter von Emily Bell. Wir lernen Nora kennen, die gerade erfährt, dass ihre Mutter was Besseres zu tun hat, als mit ihr Weihnachten zu feiern. Und sie sich erinnert, dass sie mit einem, kann man Sommerflirt nennen, ausgemacht hat, dass sie sich zu Weihnachten in, das war das jetzt, Dublin? Ja, Dublin war es, wieder treffen. Und sie ist gerade Single und fragt ihren besten Freund, ob er ihr, ja, Gesellschaft lässt, nicht, dass sie da alleine dann ist. Und er hat zu Weihnachten auch nichts vor und sie machen sich auf den Weg dahin. Auf dem Weg dahin erfahren wir einiges mit sehr vielen Rückblenden zu der Zeit, wo sie ihn kennenlernt und auch in ihrem allgemeinen Leben. Normalerweise bin ich kein Fan von wirklich vielen Rückblenden, weil ich mir immer denke, dann fangt wo an und macht eher Zeitsprünge. Aber da muss ich sagen, war es passend und ich muss auch sagen, da kam ein Twist in der Liebesgeschichte vor, wo ich erst vermutet habe, sie mich dann aber in Irre geführt hat und dann doch, und ich war dann, oh, also ich fand es schön. Es war wirklich eine schöne Geschichte. Aber werde ich definitiv nicht nochmal lesen, weil jetzt kenne ich ja, was passiert und das werde ich definitiv nicht zu Weihnachten dieses Jahr lesen. Ich gebe es offen ehrlich zu. Es war eine schöne Geschichte, aber ich werde es definitiv nicht zweimal lesen. Wie manche andere Bücher. Von Melissa David zum Beispiel, die Vampirbücher, werde ich definitiv, wenn ich alle dann habe, mehrmals lesen. Ich liebe Vampire, genauso wie ich für Drachen liebe. Und Gestaltwandler. Und da muss ich sagen, Vertrag für die Ewigkeit, der Anfang, Band 1 von Celine Black, hat alles drei. Die Vampire sind hier eben ein bisschen nebensächlich, aber dafür habe ich haufenweise Drachen und das mag ich. Und Gestaltwandler auch noch. Ja. Wir sind in einer Welt, wo die Drachen entschieden haben, auch die menschlichen, unter ihre Herrschaft zu nehmen. Und Eleonora unterschreibt einen Vertrag, wo sie später, wenn der Vertrag zu Ende geht, die Möglichkeit hat, verwandelt zu werden. Entweder wacht sie dann als Vampir, Drache oder Gestaltwandler auf. Drache ist sehr, 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 sehr selten. Und ja, bis der Vertrag zu Ende ist, muss sie halt, bei wem sie das unterschrieben hat, ihre Abbitten leisten. Und sie ist sehr jung. Und sag mal so, die Leute sind da nicht immer sehr zimperlich. Im Gegenteil. Aber ich will nicht zu viel verraten, weil das spoilert. Ich muss sagen, man denkt, oh, die Story, vor allem, weil ich ja so viele auch lese in der Art, kenne ich. Nö. Da gab es ein paar Sachen dabei, wo ich gedacht habe, holla die Waldfee. Okay. Und was immer wieder in diesem Buch bei mir in den Kopf kam, war Frauenpower! Die macht sie fertig. Ich bin total gespannt auf Band 2. Das werde ich mir definitiv dieses Jahr noch zu Gemüte führen. Definitiv. Und ein Buch, was mich sowas von reingelegt hat, ist von Christine Fehien, Highway to Passion. Warum reingelegt? Schaut euch dieses Cover an. Man, nö, das ist doch vor allem in meinen Farben, ne? Und hier, ja, Biker. Okay. Biker. Das ist ein vollkommener gegensätzliches Cover zu Inhalt. Warum? Ich bekomme hier ein Dark Romance Roman. Sowas von Dark Romance. Man kann es so beschreiben.
Breezy wurde schwanger von ihrem Ex und sagt es ihm nicht und verlässt eine Motorradgang. Ja, beziehungsweise wird sie dann eher mehr gezwungen davon. Auf jeden Fall war der Anführer ihr Vater, der jetzt plötzlich wieder vor der Tür steht, ihren kleinen Sohn entführt und ihr sagt, willst du deinen Sohn zurück? Töte deinen Ex. Ja. Bloß sie ist nicht dumm. Sie geht zu ihrem Ex und sagt ihm, dass er Vater ist. Ja, und was macht man, wenn das Böse kommt und ihr deinen Sohn nimmt? Du holst dir was Tödlicheres als das Böse, was ihr Ex ist. Ja, mit sehr viel Spicy Time. Das ist dieses Buch. Halleluja. Das Buch ist tödlich, bedrohlich und sehr, 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 sehr. Gut. Ja. Ich habe mir gerade Band 1 bestellt. Es gibt noch ein Band 3 und auf Englisch gibt es sogar 6 Bänder davon. Also ich weiß nicht, warum das nicht weiter übersetzt wird. Muss ich mal nachfragen. Weil, Halleluja, ich liebe es. Vor allem, weil das hier so das Fall, vor allem, weißt du, das sieht überhaupt so unschuldig aus. Ja. Na ja, gut, Christine Fehan, ich meine, sie schreibt aktuell wirklich, also die neueren Bänder, die ich jetzt immer bekomme, sehr viel düsterer und mafiamäßig habe ich ja das eine. Und jetzt kriege ich Dark Romance mit Bikern. Ach ja. Ja. Muss ich ja. Obwohl, nee, hier steht nichts von Trigger. Also da sollte man eine Triggerwarnung reinsetzen, weil da kommen ein paar Sachen aus der Vergangenheit von Stil würde ich sagen, nennt man ihn, die da definitiv eine Triggerwarnung brauchen. Aber andererseits ist es Dark Romance, was hier ja nicht drin steht. Da steht ja nur Roman. Da steht nicht Dark Romance, dann wüsste jeder, was los ist. Und wie gesagt, das Cover tut einen wirklich voll täuschen. Ja. Aber wie gesagt, das nächste Band ist auf dem Weg zu mir. Ja. Ich muss weiterlesen. So, jetzt kommen wir zu meiner Qual. Und Highlight. Noch ein weiteres Highlight. Im Dezember, ich habe tatsächlich einige Highlights. Und obwohl der Monat so bescheiden bekommen hat. Ich habe ja ein Buch vorbestellt gehabt und ein Buch, das gleiche Buch auch noch mal in einem anderen Adventskalender gehabt. Und das mit zwei verschiedenen Buchschnitten. Oh, bin ich jetzt so? Also aktuell tendiere ich wieder zu dem. Letztens war es zu dem. Ich kann mich aktuell nicht trennen. Das ist nämlich der Buchschnitt. So. Und von welchem Buch rede ich? Lisa Vierkrone von Jennifer Estape. Das ist die Gargoyle Queen Band 1. Ich habe sie zweimal da. Aktuell tendiere ich wirklich eher zu dem als zu dem. Ja. Eins auf jeden Fall wird ausziehen. Ich kann mich aktuell immer noch nicht entscheiden, welches. Weil ich immer zu einem denke. Und dann denke ich mir so, okay, dann kommst du weg. Und dann schwüpft es wieder rüber. Ja. Also aktuell ist es auf Platz 1. Ich habe gesagt, bis Ende Januar. Und dann kommt eins davon weg. Ja. Aber jetzt gehen wir erstmal zur Geschichte, würde ich sagen. Ne? Aber, ich habe die andere Reihe noch nicht vorher gelesen, aber Gemma taucht in einer, oh, ich habe schon wieder den Namen vergessen, ich sollte mir wirklich merken, auf jeden Fall einer anderen Reihe auch nochmal auf, die ich definitiv versuche dieses Jahr zu lesen. Aber wir müssen erst ein paar Buchreihen beenden. Gemma ist eine Prinzessin und das im wahrsten Sinne des Wortes. Gleichzeitig ist sie eine der besten Spionen in diesem Land. Und als es, wie soll ich sagen, gewisse Gerüchte gibt und Probleme auftauchen, macht sie sich auf den Weg dahin. Und das zieht sie in sehr viele Probleme rein. Ja. Und da trifft sie nämlich auf ihrem Erzfeind, kann man sagen. Und zwar Prinz Leonidas. Ich habe dieses Buch gesuchtet. Welche Variante ich davon gelesen habe, verrate ich euch nicht.
Ich habe sie gesuchtet. Ich finde es geil, dass der Gargoyle da drin auftaucht. Ich liebe Gargoyles. Ich gebe es auch ehrlich zu. Also ich muss sagen, wenn es um Ränken geht, würde ich sagen, erst Drachen, dann Vampire, dann Gargoyles. Aber das ändert sich genauso schnell, wie ich meine Meinung über diese Buchschnitte mich ändere. Also, ja. Dann kommt auch nochmal ein anderes, sehr interessantes Fabeltier vor, das ich auch am liebsten haben würden wollen. Ich glaube, wenn ich das hier einsperre in meiner Wohnung, bringt das mich irgendwann da um. Ja. Es war spannend, es war fesselnd. Sehr viele Intrigen, sehr viele Geheimnisse, sehr viele Wendungen, die ich habe nicht kommen sehen. Ein paar neugierige Sachen sind auch dabei, wo ich mir denke, so, oh, ich will mehr wissen. Ich habe es in Band 1 noch nicht erfahren. Band 2 kommt zum Glück dieses Jahr. Ich bin total gespannt drauf. Und deswegen muss ich mich auch endlich mal entscheiden, damit ich weiß, bei wem ich das vorbestelle. Chest of Fandom oder Bücherbüchse. Weil ich muss eventuell das nächste Band in einem kleinen Buchschnitt haben. Ich kann nicht beide bestellen. Könnte ich schon, aber... Nein, nein. Also, ja, das war auch ein Highlight von mir. Oh, ja, man merke, wenn ich keine anderen Sorgen habe, als welches Buchschnitt will ich haben. Dank ein Rezensionsexemplar ist das. Ja, ich nehme jetzt wieder Rezensionsexemplare an, weil ich habe mein Leben aktuell wieder unter Kontrolle. Ist gut gesagt. Das ist das Mondjournal von Johanna Grammer. Das muss man sagen. So, wartet kurz, ich muss. Ich habe mir schon angefangen zu schreiben. Dieser Teil ist ein Buch. Der Rest ist ein Journal. Wartet kurz, ich muss weiter nach hinten. Und der Journal-Teil sieht so aus. Man sieht, das sind auch ganz normal, wie man es kennt, von Book-Journals und Reading-Journals, Bullet-Journals, so rum die Sachen. Man lernt hier sehr viel über den Mond kennen. Also da waren Fakten dabei, wo ich gar nicht gewusst habe. Auch spirituell. Das war sehr schön geschrieben. Ich habe es gerne gelesen. Und es ist auch immer sehr schön gestaltet. Also hier mal meine Inhaltsangabe damit. Und immer wieder mit diesem Grün. Und dann gibt es hier schöne Zitate. Also es war sehr schön. Ich schreibe gerade aktuell. Was ich auch toll fand, ist, dass es einen begleitet, und zwar welche Fragen man sich zu welchem Mond stellt, also zu Vollmond, Neumond, und das fand ich toll. Also so abnehmenden Halbmond hier auch nochmal, und hinten drin steht es auch, man kann sich den Mondkalender bestellen, so dass man nicht selber noch schauen kann, sondern kriegt hier schon alles wann, wo. Und was ich auch toll fand, sie sagt, man muss nicht direkt an dem Tag unbedingt schreiben, sondern man, wenn man keine Zeit hat an dem Tag, 2 Tage vorher, 3 Tage später, ist egal. Hauptsache man setzt sich hin und schreibt. Und es sind noch ein paar andere schöne Sachen dabei. Ja. Und das habe ich aktuell in Benutzung. Und dann schaue ich mal weiter. Ja. Ich schreibe aktuell sehr gerne. Ja, weiter geht's. Zu einem E-Book. Ja, ich habe nicht nur Bücher von meiner Ruby befreit. Ich dachte mir, ich probiere noch ein paar E-Books zu lesen. Das sind ein paar, ist gut gesagt. Und zwar Flügelschark von Janine Crook. Ich blende euch hier 2 Covers ein, weil die neue Version gibt es auf 2. Also die E-Books sind nämlich 2 Varianten, die ich beide gelesen habe. Arian und Yuna sind unsere Hauptfiguren. Arian ist ein Engel und Engel haben keine Gefühle. Ihnen wird das Herz herausgenommen. Ja, die Information fand ich sehr spannend und sagen wir mal, die Variante, wie sie beschrieben wird, fand ich okay. Somit haben sie keine Gefühle. Bloß das Problem ist, er hat Gefühle und versucht, sie zu verbergen. Und wir lernen ihn kennen, genau in dem Moment, wo er denkt, dass es herausgekommen ist. Ja. Und er wird auf die Erde geschickt, um die Schutzengel zu beschützen. Weil plötzlich nämlich die ohne Ende verschwinden.
und keiner sie finden kann. Da landet er auf der Erde in Yuna, ihrem Haus. Und sagen wir mal einfach so, Yuna ist kein normaler Mensch. Sie ist Tierärztin und sie liebt Tiere über alles und würde alles für sie tun. Aber sie hat auch ein Geheimnis. Und mehr werde ich jetzt zu dieser Geschichte nicht sagen, weil sonst würde ich spoilern. Ich merke schon, wie ich mehr Sachen will und denke mir so, das darf ich nicht. Aber es war schön, es war interessant, es war fesselnd und spannend. Es gab ein oder zwei Abschnitte, wo ich mir gedacht habe, so, oh Gott, wann wird's denn mal wieder, wann geht's denn mal wieder los? Das war nur langgezogen. Nervt ein bisschen. Ja. Aber es war trotzdem eine schöne Engelsgeschichte und ein bisschen mit ein bisschen was anderem drin. Das fand ich toll, weil Engelsgeschichten sind ja normal meistens immer gleich. Und es hat halt ein paar neue Aspekte, was ich toll fand. Dann musste ich unbedingt J.A. Ken mit Tiger Soul lesen. Die offiziell in Deutschland neue Reihe, aber die gehört eigentlich auf dem Englischen noch zur Honigdachs-Reihe. Ja, die Honigdachse sind wieder da. Ja, ich finde das cool. Ja. Wir haben hier Finn Malone, der hier im Mittelpunkt steht. Kann man das sagen, eigentlich er und seine Brüder und ein gewisser Honigdachse, die gleich am Anfang erzählen, wie sie eigentlich zusammengekommen sind, obwohl sie nicht wirklich eine Familie sind, also vom Blute her, vom Geiste her definitiv, und es war wieder sehr witzig. Ein bisschen weniger Liebesgeschichte und Spicy Time, was ich normalerweise nicht von ihr gewohnt bin, aber alles andere, was ich liebe, war hier wieder vertreten, deswegen kann ich ihr das verzeihen. Ich hatte hier wieder haufenweise zum Lachen mit den Honigdachsen, hatte haufenweise Spannung, konnte mich so richtig meine Aggressionen hier loswerden beim Lesen, weil gewisse Szenen dann doch mehr für Aggressionsbewältigung zuständig sind. Auf jeden Fall, wenn es um meine Aggression geht, dann geht es mir danach immer besser. Ja, und die Honigdachse sind ja immer crazy, also ja, das Schlimme ist, gebe ich auch nur ehrlich zu. Sollte, glaube ich, die Bücher anders stapeln, weil der fällt gleich um. Ja. Dann ein Rezensionsexemplar, das, ich drehe es jetzt heute am 2., gestern herausgekommen ist, deswegen darf ich es erwähnen. Even Night, The Nights, Band 1 von Freya Miles. Das letzte Buch, was ich von ihr gelesen habe, war ja auch so. Ich dachte so, ich kriege was locker, leichtes, süßes. Nein, hier auch nicht. Aber es ist in Ordnung. Ich erwarte das jetzt schon von ihr. Also wie ist Promis süße, locker, leichte Geschichten. Und zwar ist es Katie Monroe, die, sagen wir mal so, das Leben führt wie jede andere moderne Frau. Würde ich jetzt mal so sagen. Und sich mit ihrer besten Freundin einen schönen Abend gönnt und ja, total sich abschießt. Und von einem netten Herrn gerettet wird und der sie nach Hause bringt. Bloß stellt sich dann am nächsten Morgen heraus, das war nicht ein Niemand, sondern Even Night. Und der ist, ja, ihr werden einiges angedichtet. Und die beiden treffen immer wieder aufeinander, ob sie dann immer sauer reagiert, weil dann die Presse doch wieder denkt, dass sie was haben und obwohl sie nichts miteinander haben. Also es ist wirklich witzig, wenn es um den Part geht. Doch merkt man sehr schnell, dass Even zum Beispiel nicht nur der Frauenheld ist, sondern tatsächlich einiges zu bieten hat, das ein bisschen Nachgeschmack hat für gewisse Sachen. Genauso hat Katie da auch noch einiges zu erzählen. Also es hat sehr viele Ecken, Kanten, emotionale Achterbahn und ich habe sehr schnell durchgesuchtet. Ich gebe es auch mal ehrlich zu. Ich dachte, vorm Frühstück ist noch ein bisschen zu früh zum Frühstücken, weil ich mal wieder aufgeweckt worden bin. Und dachte mir, ich lese ein, zwei Seiten und sage mal so, mein Magen hält mich kurz, war kurz davor, mich umzubringen, weil ich habe das Buch komplett durchgelesen in einem Zug. Und habe sehr spät gefrühstückt. Ich
ein Buch, wo ich sagen muss, das musste ich wirklich stückchenweise lesen. Das war Outback Angel Sunrise Down Under von Nicole Rohleder. Habe ich auch auf der Buch Berlin gekauft. Sie hat gesagt, dass es so in die Richtung geht, aber ich habe nicht das erwartet. Wie, also man muss sagen, das Buch liest sich eher wie ein Prolog zu einer Geschichte, die man ab Band 2 bekommt. Ist nicht abwertend, ist nicht schlecht, im Gegenteil. Ich lerne hier die Charaktere kennen, ihre Geheimnisse, man merkt, oh, okay, da ist ein bisschen mehr dahinter. Die Hauptcharaktere ist David Crawford und Nanette. Und wir lernen beide in einem Moment kennen, der schon einiges in sich hat. Wir lernen aber auch einen Haufen anderen Charaktere kennen. Wir sind hier im Outback von Australien. Die ersten Seiten haben mich an eine sehr alte Serie erinnert, die Fliegenden Ärzte, falls ihr die kennt. Hat mich total daran erinnert und deswegen glaube ich, bin ich auch so begeistert davon. Die Geschichte nimmt emotional einen ganz schön mit, weil man hier viel hat. Und man kann sagen, die Gewicht des Buches tut schon die Gefühle widerspiegeln, was man hier drin bekommt. Und man wird sehr schnell in diese Gemeinschaft mit reingezogen und fühlt sich da drin richtig wohl, obwohl die Geschichte selber kein Wohlfühlbuch ist. Es ist ein Buch, das einen emotional mitnimmt, genauso fesselnd und spannend ist. Und sagen wir mal so, ich will weiterlesen. Ja. Und ich brauche die Bücher. Ja. Ich bin nur am Überlegen, ob ich eventuell alles als E-Book lese, dann mal, da kann ich schneller lesen. Oder ob ich mir sie alle bestelle, weil die Buchreihe, und das fand ich auch so geil, ist mit dem Regenbogenfarben. Und sie hat auch gesagt, dass das, wie die Bücher sind, also die Geschichte, die Covers sind. Also das heißt, umso dunkler die Cover werden, umso düsterer wird. Und das macht mir ein bisschen Sorgen, weil ich fand das schon sehr emotional aufregend. Also habe ich ein bisschen Angst vor den anderen Farben. Gleichzeitig freue ich mich drauf, weil ich mir denke, oh mein Gott, was kommt denn da noch drin vor? Ja, aber ich sehe gerade, ihr könnt es gar nicht so richtig schön. So sieht das Cover richtig aus. Links. Genau. So. Und dann dachte ich mir, wir nehmen auch noch das letzte Sachbuch, was ich aktuell auf meiner Ruby habe, weg. Und, das muss ich auch dazu sagen, auch das letzte Buch, was ich aktuell in der Sparte lesen werde. Und zwar ist es Selbstzufriedenheit, warum du es nicht allen recht machen musst, um mit dir im Einklang zu sein. Von Emma Reid Touré. Da geht es um People Blessing und es ist sehr interessant geschrieben. Sie tut es immer wieder mit Geschichten von ihren Patienten, natürlich abgewandelt, erklären. Ich habe mich in manchen Pagen wiedergefunden. Es ist schön zu lesen, geht auch recht schnell, ist nicht gerade dick. Und es wird auch immer erklärt, wie man erkennt, beziehungsweise wenn man was ändern will, wie man es am besten macht. Wird ja gesagt. Warum ich sage, dass es das Letzte ist, was ich mit Persönlichkeitsentwicklung lese, ist, dass ich aktuell selber in Therapie bin, wegen gewissen Sachen. Und ich festgestellt habe, vor allem beim Lesen dieses Buches, dass ich sowas definitiv aktuell nicht lesen sollte. Das ist, tut mir nicht gut. Gebe ich auch mal ehrlich zu. Das Buch war trotzdem grandios. Bloß nimmt mich solche Bücher aktuell emotional einfach zu sehr mit, dass ich sie lesen kann. Und deswegen, nein. Ich habe aber mir schon entschlossen, ich werde trotzdem Sachbücher dieses Jahr lesen, bloß werden die einen anderen, wie soll ich sagen, einen anderen Zweig. Es gibt ja viele Sachbücher, aber ich will nicht aufhören, Sachbücher zu lesen. Bloß alles in der Richtung werde ich aktuell nicht lesen. Ja, ich wollte es nur noch mal einmal dazu gesagt haben. Dann ein Buch, was ich diesen Jahr endlich beendet habe, diesen Monat vor allem, dieses Jahr, genau,
2022. Und zwar war das ja auf meiner Liste von den 21 Büchern, die ich 2021 lesen will. Und es kam ja erst 22 zu mir. Ich habe es jetzt 22 beendet. Und das war auch wieder grandios. Oh, ich love it. Es ist das Abschlussband der Eyad und Idigha. Willst du mich jetzt? Jade und ohne Moment. Wirklich? Indigo. Indigo. Oh, sorry. Ach ja, ich muss sagen, so, zurück zum Buch. Also die Geschichte ist ja das letzte Band. Jade und Dico ist eine Fantasy-Geschichte mit einer grandiosen Welt, die mich auch bei Band 3 wieder schön an die unendliche Geschichte erinnert hat. Vor allem bei Band 3. Nach dem Ende von Band 2 erfahren wir in Band 3, was weiter passiert ist. Und hier muss ich sagen, gab es einen schockierenden Anfang, bin ich von Britta Strauss nicht gewohnt gewesen. Das ist sehr brutal und actionreich gewesen. Und danach wurde es so, wie sie es normalerweise schreibt. Kein Negativ, das war einfach nur überraschend für mich. Dann muss ich sagen, es ist eine Fantasy-Geschichte, also wir versuchen die Welt zu retten. Wirklich eine Zeit lang, wo ich immer wieder Gedanken kam, wollen wir nicht eigentlich die Welt retten? Aber andererseits dachte ich mir, nee, wir wollen nicht die Welt retten, weil ich will weiter diese magischen Wesen haben. Sehr viele neue magische Wesen, ein paar alte, ein paar bekannte und ich love it. Love die Geschichte. Und ich habe gerne darauf gewartet und es ist in Ordnung, dass es so dick ist, weil vor allem der Mittelteil, es war eigentlich das Beste an der Geschichte. Gebe ich auch mal ehrlich zu. Weil da kamen ein paar sehr interessante, wie soll ich das nennen, ohne dass es böse klingt und ohne dass ich so viel spoilere. Also auf jeden Fall sind wir da bei gewissen Personen und ich liebe das. Ja. Und ich habe eine Stelle markiert. Die fand ich einfach geil. Ich lese sie euch vor. Und zwar so, dass ich nicht spoilere. Du glaubst nicht, wie sehr ich mich darauf freue. Reiten wir auf dem Drachen zurück? Willst du das denn? Ha! Meinst du das ernst? Natürlich will ich. Wo ich mir gedacht habe, hallo, was für eine Frage! Natürlich, ich auch. Hallo, ich will auch Drachen fliegen. Genau. Das habe ich jetzt beendet, habe auch lange dafür gebraucht, dieses Schmuckstück zu beenden. Und dann dachte ich mir, okay, noch ein Buch Berlin-Buch lesen wir. Und dann fehlt mir nur noch tatsächlich ein einziges. Und davor habe ich aktuell immer noch ein bisschen Angst, weil ja, ich habe ein bisschen Angst. Aber ich dachte mir, das kann ich doch lesen. Eva Herrschaft von Franziska Sotzminia. Ist Band 1. Band 2 ist auch schon draußen und werde ich definitiv sehr bald lesen. Wir sind hier auf einer Insel, und zwar heißt sie Selbia, wo vor 200 Jahren die Insel sich vom Festland getrennt hat, eine Mauer hochgezogen hat und die Gesellschaft, sagen wir mal so, in den 50ern stehen geblieben ist, gefühlt. Beim Lesen. Also das Frauenbild der Frauen, also das Frauenbild, würde ich sagen, ist da stehen geblieben. Technologisch sind sie sehr weit vorgeschritten und auch sehr ökonomisch. Oh Gott, ich hau wieder Fachwörter raus, ohne zu wissen, ob ich sie richtig ausspreche, aber sorry. Auf jeden Fall lernt man Eva kennen und sie führt einen in diese Welt ein, auf diese Insel. Und sagen wir mal einfach so.
Sie ist eine brave, wohlerzogene junge Dame, die aber auch sehr freigeistlich ist und sehr intelligent. Und es beginnt eine Rebellion. Mehr verrate ich nicht. Sagen wir es einfach so. Man wird schon, sagen wir mal, der Prolog ist schon Holla die Waldfee. Also das war schon schockierend. Und dann muss ich sagen, geht es mit Teil 1 los. Und dann kommt schon 10 Tage vor der Dunkelheit. Und man denkt sich so, was zum Teufel bedeutet das? Also es ist wirklich wie ein Countdown. Das ist der erste Teil. Dann kommt der zweite Teil. Das ist, wie nennt es das dann? Wartet kurz, ich muss mal schnell. Glaube, das nennen sie in der Dunkelheit, ne? Ja, in der Dunkelheit. Und dann kommt natürlich nach der Dunkelheit. Und das tut es wirklich komplett beschreiben, was in diesem Buch ist. Man erwartet hier, also wow, es hat ja auch, hat Platz 3 2021 im Tolino Media Newcomer Preis gewonnen. Was ich verstehen kann, das Buch ist wirklich, wirklich gut. Highlight wurde es nicht wirklich, aber es hat mir da noch ein bisschen was gefehlt, muss ich sagen. Also Eva war sehr spannend also beschrieben und sie erzählte auch was und wo ich auch sagen kann, ich kann verstehen ihr Verhalten, das der anderen aber auch. Es ist schwer zu beschreiben, ohne dass ich irgendwas spoilere, merke ich gerade. Also sagen wir mal so, das Buch sollte man, wenn man emotional nicht auf der Höhe ist, nicht lesen. Es ist kein Buch für schlechte Tage, es ist eher ein Buch, wenn es einem richtig gut geht, weil es zieht einen ganz schön runter. Weil es, sagen wir mal, so ein paar Sachen gibt, die man vielleicht aus geschichtlicher Sicht heraus Verbindungen ziehen könnte. Ja, das Ende war toll, weil es war kein, oh mein Gott, wir sind alle glücklich und leben, wir sind alle nervt. Das hat auch nicht zur Geschichte gepasst und das muss ich sagen, hat sie gut gemacht. Das war mehr so, ja, schauen wir mal, wie das Leben weitergeht. Und das fand ich toll. Ich bin gespannt, wie Band 2 ist, weil das geht um einen anderen Figur, die hier am Ende auftaucht. Ich bin wirklich gespannt, wie weit das den Vibe von diesem Buch hat. Ja, ich habe da wirklich viel erzählt. Ja. Es tut mir leid. Es ist wirklich schwer, das Buch, also über dieses Buch zu reden, ohne zu spoilern, weil da gibt es einfach so viele Sachen, wo man gerne ansprechen möchte. Aber weder hier hinten erzählt wird, noch ja, ist ja früh mit dem Buch. Nein, kann ich nicht. Aber wie gesagt, es ist kein Buch, das man lesen sollte, wenn es einem schlecht geht. Es zieht einen definitiv runter. Also so würde es mir gehen. Deswegen bin ich froh, dass ich das zu Weihnachtszeit gelesen habe, weil da ging es mir sehr gut. So, und dann war der letzte Tag des Jahres angebrochen. Ich dachte mir, okay, wir nehmen jetzt noch ein dünnes Buch, das schaffe ich an einem Tag. Habe ich auch, weil es lag definitiv an dem Buch. Der Wolf in deinem Herzen von Laura Nick ist Band 1. Das habe ich mir damals mit den Blood and Ash Büchern zusammengestellt. Deswegen kam es jetzt erst bei mir an mit dem Buchschnitt. Und ich dachte mir so, naja, im nächsten Jahr kannst du es bestellen, dann brauchst du Band 2 nur noch zu bestellen. Ja. Was soll ich sagen? Wir lernen hier Ivy kennen, die von ihrem Vater auf ein Internat geschickt wird. Und sie hat eine besondere Gabe und mag es gar nicht, aus ihrer gewohnten Umgebung rauszuholen, weil sie natürlich dort weiß, wo sie was machen muss. Und sie ist nicht begeistert, auch wenn sie weiß, dass ihre Mutter auf dieses Internat gegangen ist. Sie und wir sind alle überrascht. Erstens, weil wir dann durch, als sie aufs Internat geht und feststellt, dass da irgendwas anders ist, überhaupt von ihrer besonderen Gabe erfahren. Und sagen wir es einfach mal so: Das Cover zeigt es ja schon. Wir treffen auf einen Wolf, der definitiv größer ist als ein normaler Wolf. Und in diesem Internat gibt es Themen, die sehr interessant sind, die unterrichtet werden. Also da hätte ich auch auf Religion aufgepasst. Hallo, wenn sowas aufgekommen bin. Ja, wir lernen aber sehr schnell und auch Ivy, dass irgendwas mit dieser Schule nicht stimmt. Und sagen wir so,
Mit Henrik auch nicht. Ja. Und was genau? Dann müsst ihr das Buch lesen. Das ist eine geile Fantasy-Geschichte. Mit einem Ende, wo ich mir denke, so, ich brauche Band 2, aber da ich nicht zweimal bestellen will, muss das jetzt erstmal warten mit der Bestellung, weil ich noch ein anderes Buch von Just of Fandom habe, wo ich Band 1 hier habe, das ich zeitnah lesen will, damit ich weiß, ob ich beide bestellen muss, darf, soll, müsste. Genau. Und es war spannend, fesselnd. Wie gesagt, ich einen Tag, ich habe dann überlegt, ob ich noch ein zweites so dünnes anfange. Ich hatte noch Zeit. Aber nein, ich habe mir gedacht, nein, wir hören weiter Night School, aber das habe ich auch nicht geschafft. Wie gesagt, es war spannend, faszinierend und die Figuren da drin und die Charaktere haben mir sehr gut gefallen und ich habe auch viel gelacht. Und nein, nein, die haben eine andere Bezeichnung in dem Buch. Ja, das reicht, würde ich sagen. Das war mein Lesemonat Dezember. Irgendwie habe ich einen Haufen Bücher gelesen und gleichzeitig fühlt sich das so wenig an. Ja, ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich habe jetzt im Januar schon 2 Bücher gelesen, eine Buchreihe beendet und es ist gerade mal 2. So haben wir es doch gerne, oder? Genau. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Falls ihr keine Videos von mir verpassen wollt, denkt dran, abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat. Und falls ihr eine der Bücher schon gelesen habt, dürft ihr mir gerne fragen, wie es ihr so fandet. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.